Hallo zusammen zu einem neuen Teil meiner Movie-Favoriten. Und heute habe ich euch wieder fünf Filme rausgesucht, die ich euch kurz vorstellen möchte, weil sie unter meinen Blu-rays dabei sind. Und wenn sie unter meinen Blu-rays dabei sind, dann ist es eigentlich, sind es die besseren. Ja, es kann natürlich auch mal einer dabei sein, der sich da eingeschlichen hat, der vielleicht nicht so viel taugt, aber in der Regel sind die Blu-rays die besseren, weil ich die alle eigentlich auch auf DVD habe. Ich hatte das ja mal eine Zeit lang gemacht, dass ich eben auch zweigleisig gefahren bin, habe mir beide Filme oder habe mir dann von einem Film, der mir gut gefallen hat, auch beides geholt, wenn er sehr gut war. Aber mittlerweile ist es ja so, also DVD kaufe ich mir in der Regel nicht mehr. Nur noch von älteren Filmen, wenn ich jetzt einer Cinema was finde, dann kaufe ich mir natürlich die DVDs. Aber von Neuveröffentlichungen kaufe ich mir eigentlich nur noch die Blu-rays, das ist ganz klar. Und früher habe ich mir eben beides gekauft. Der Nachteil von den Blu-rays ist halt, dass ich habe keinen Blu-ray-Player in meinem Rechner. Und wenn ich mir irgendwelche Szenen rausschneiden will, dann muss ich eigentlich die DVD da haben, weil nur mit der DVD kann ich mir auch Szenen rausschneiden. Das ist das einzige Manko. Also das heißt im Endeffekt, wenn es einen neueren Film gibt, wo ich meine Szene rausschneiden möchte, dann brauche ich die DVD. Also, wir haben hier, ich fange mal einfach an, mit Jason Statham, Josh Hartnett und Hugh Grant haben wir auch einen super Film. Es war aber mittlerweile der teuerste vom Guy Ritchie, der teuerste. Ja? Also ich habe mir mal diese Produktionskosten angeschaut, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber der war, glaube ich, doppelt so teuer wie The Gentleman. Ob er auch doppelt so gut ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen, weil ich finde The Gentleman fast besser. Operation Fortune ist der Film, den ich euch hier vorstellen möchte. Aber ich sage euch natürlich nichts Neues, weil der Film ist halt einfach gut. Ne? Operation Fortune, jetzt hat es oben geklingelt, Kinder. Ach, meine Frau ist schon rangegangen, ich höre es gerade. Jetzt bin ich natürlich raus. Ne? Operation Fortune, wir waren damals im Kino drin und jetzt muss ich natürlich gestehen, wir waren im Kino drin und es war letztes Jahr, muss es gewesen sein. Oder war es schon vorletztes Jahr? Nein, es war letztes Jahr. Dann habe ich mir die Blu-ray gekauft und ich habe ihn aber seit der Zeit nicht mehr angeguckt. Also leider nicht, aber ich fand ihn im Kino super. Also Operation Fortune, schaut euch an. Dann, der ist ein paar Tage alt schon. Ein paar Jahre möchte ich mal sagen. Aber eigentlich gehört er unter meine Top 20. Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro in Ohne Limit. Die Droge für Reichtum und Macht. Ich finde diese Story geil, dass er eben da durch eine Droge ja, zum Superhirn wird, möchte ich jetzt mal sagen. Also die Vorstellung ist natürlich sehr, sehr verführerisch, wenn es so eine Droge geben würde. Also, er war ja ein Schriftsteller mit Schreibblockade. Nach dieser Droge hat er sein Buch fertig geschrieben. Also, das ist eigentlich schon genial, muss ich sagen, wenn es sowas geben würde. Wir nutzen ja nur 10% unseres Hirns. Und da kann er dann, ich weiß nicht, ob er auf 100% gekommen ist, aber er ist bestimmt auf 50, 60% gekommen. Egal wie, aber die Droge gibt es ja nicht, aber der Film ist gut. Super. Dann, ja, habe ich hier einen Film. Den hatte ich schon mal im Filmduell vorgestellt. Naja, ich finde ihn ganz gut, aber ich hatte ihn ja erst mal und dann haben wir ihn gesehen. Dann habe ich ihn weggegeben an meinen Sohn. Dann habe ich ihn wieder gekauft. Also es ist ein Hin und Her mit dem Film. Ich finde den Anfang etwas zäh. Bis es dann losgeht, muss ich sagen. Aber dann macht er dann auch Spaß, möchte ich mal sagen, in Anführungsstrichen Spaß, kann man jetzt nicht so direkt sagen. Vom Autor von John Wick, ja, und im Endeffekt kann dann auch nur was Ähnliches rauskommen wie John Wick, und es ist in dem Fall der Nobody. Ja, den wollte ich einfach nochmal vorstellen, auch wenn den viele ja schon kennen, aber das soll mich nicht davon abhalten, euch trotzdem die Filme vorzustellen. Unterschätze niemals einen Nobody. Und da ich den Namen von dem Schauspieler auch immer vergesse, weil ich jetzt den auch nie regelmäßig geguckt habe, der war doch auch bei Breaking Bad dabei oder was? Nee, Better Call Saul war es. Entschuldigung, ich habe die Serie nie geguckt, also ich muss mich da outen.
Es war Better Call Saul. Und ich finde es jetzt Bob. Keine Ahnung. Bob Odenkirk. Oh, Bob Odenkirk. Ja, kann man schlecht lesen. Ja, ist halt so. Egal wie, wir haben hier einen auch wieder etwas älteren oder ein paar Jahre alten Film. Den habe ich das erste Mal im Heimkino gesehen bei einem Freund. Der hat sich im Jahr 2014 ein Heimkino eingerichtet und jetzt müsste ich schauen, von wann der Film ist. Der ist sogar von 2015, also ein Jahr später hatten wir den dann im Heimkino bei ihm geguckt. Jede Nacht hat ihren Preis. Jake Gyllenhaal, Nightcrawler. Nightcrawler ist auch ein Film mit Atmosphäre, muss ich sagen. Aber ich habe den schon ewig nicht mehr geguckt und der ist natürlich auch ein etwas ruhigerer Film. Und da geht es ja vornehmlich um die Atmosphäre, die der Film eigentlich widerspiegelt. Es ist auch hier zu sehen, die schwarze Hülle. Es ist Nacht in diesem Film. Also der Film spielt vornehmlich nachts und dadurch entwickelt er natürlich die Atmosphäre. Superstar Jake Gyllenhaal lässt dem Publikum das Blut in den Adern gefrieren. Naja, so möchte ich es jetzt mal nicht hinstellen, aber er macht Reality-TV in diesem Film. Und ist dann eben auf die Idee gekommen, ein paar Sachen auch zu türken. Also quasi, dass dann er auch zu gutem Filmmaterial kommt. Dass er da mal ein paar Gangster engagiert, die dann irgendwas anstellen. Oder dass er eher da ist als die Polizei an einem Tatort und so weiter. Also er lässt sich da ein bisschen was einfallen. Andere Story und Atmosphäre. Also schaut euch den Film an, wenn ihr ihn nicht kennt. Und wenn ihr den auch nicht kennt. Den werden wahrscheinlich viele kennen. Viele kennen ja die meisten Filme von mir schon, aber egal wie. Mir ist es ein Anliegen, die Filme vorzustellen. Matthew McConaughey in Der Mandant. Auch ein super Film mit Matthew McConaughey. Also ich sehe den ja auch sehr gerne, muss ich sagen. Er hat jetzt ja nicht nur gute Filme gemacht, aber das ist ein super Film, muss ich sagen, der auch bei der Stange hält und auch ein bisschen untypisch ist. Weil er ist ja Anwalt und er hat sein Büro eigentlich in einem Lincoln. Geradliniger, extrem unterhaltsamer Justiz-Thriller. Ich bin jetzt an sich kein Fan von Justiz-Thrillern, aber der ist echt spannend gemacht und Der Mandant lohnt sich allemal anzuschauen. Also das heißt, es wären meine fünf gewesen, meine five für heute. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!